Die DDR bediente sich der Hilfe der liechtensteinischen Kapitalisten, unterhielt ein verdecktes Firmennetz, über das Devisen beschafft wurden. Wohin die Millionen der DDR-Schattenwirtschaft nach dem Mauerfall verschwanden, bleibt bis heute im Dunkeln. Als Fassade für die DDR-Geschäfte dienten Treuhandunternehmen wie die Präsidialanstalt in Liechtenstein. Zwei Untersuchungsausschüsse versuchten, das DDR-Vermögen zu sichern, doch die Liechtensteiner hielten dicht. Liechtenstein hat bei der zivilrechtlichen Auseinandersetzung über solche erkannten Anstalten, die Konten hatten mit Geld, keine große Hilfe geleistet. Die Justiz hat eigentlich immer versucht, das Geheimnisvolle dieser Anstalten zu wahren. Sie haben die Geheimhaltung so hoch gehalten, dass es ausgesprochen schwierig ist, Ansprüche dort durchzusetzen. Das gelingt nur, wenn Insider das Schweigegebot der Treuhänder brechen. Ein Unbekannter gibt eine CD-ROM bei der Staatsanwaltschaft in Bochum ab. Die Fahnder staunen nicht schlecht. Es sind geheime Unterlagen über Tausende von Stiftungen, die ein Vaduzer Treuhänder gegründet hat. Auch für deutsche Staatsbürger, die ihr Vermögen nicht versteuern wollen. Für den deutschen Staat ist natürlich dieser Datenbestand, der den Ermittlungsbehörden in die Hände gefallen ist, wahrlich wie ein Segen ausgewirkt. Denn das Material ist offensichtlich so werthaltig, dass eine Reihe von bisher hinterzogenen Steuern jetzt wieder akquiriert werden können. Dahinter steckt Herbert Badliner, Treuhänder aus Vaduz. Er hatte Millionenvermögen von Prominenten in Liechtensteiner Stiftungen versteckt. Zum Beispiel das Geld von Springreiter Paul Schockemöhle in der Stiftung Satyr. Zum Beispiel die Schwarzgeldmillionen Helmut Kohls und der CDU, versteckt in der Stiftung Norfolk. Zum Beispiel die Gelder des Drogenhändlers Reyes Torres in der Somateria Stiftung. Der Treuhänder Badliner arbeitete eng mit Banken zusammen, beispielsweise mit der Dresdner Bank. Über das Geldinstitut wurden auch die Vermögen deutscher Steuerpflichtiger nach Liechtenstein verschoben. Ohne Banken als Helfer wären die dubiosen Geschäfte der Liechtensteiner Treuhänder nicht möglich. Damals wie heute. Wir machen eine Stichprobe in Baden-Baden bei der Filiale der renommierten Schweizer UBS Bank. Sie hat direkt gegenüber von Brenners Park Hotel ihre Dependance. Wer hier Kunde werden will, muss mindestens 500.000 Euro anlegen. Die Schweizer UBS ist die weltweit größte Bank für vermögende Privatkunden. Wir haben einen Termin gemacht, geben uns als Immobilienmanager aus. Drehen wieder mit versteckter Kamera. Man erwartet uns schon. Wir geben vor, eine größere Summe in der Schweiz anlegen und verstecken zu wollen. Der Filialleiter ist zunächst vorsichtig. Sehen Sie, wir unterliegen hier deutschem Recht. Genau wie jede andere deutsche Bank auch. Wir nehmen nur legales Geld. Und dann bekommen wir doch noch ein erstaunliches Angebot. Also wenn Sie es diskreter haben wollen, dann mache ich Ihnen einen Kontakt zu einem Schweizer Außendienstmitarbeiter. Mit ihm haben wir formal überhaupt nichts zu tun. Der reist eigens aus der Schweiz an, kommt sogar zu Ihnen nach Hause, wenn Sie wollen. Sie können dann Kontoverträge machen, alles, ohne in die Schweiz zu müssen. Keine Sorge, Kontounterlagen schicken wir dann mit der Hauspost in die Schweiz. Der Berater nimmt sie nicht mit über die Grenze. So können sie keiner deutschen Behörde in die Hände fallen. Unser Schweizer Außendienst kommt auch mit deutschem Kfz-Kennzeichen, damit die Nachbarn nicht misstrauisch werden. Die beiden erzählen, dass insgesamt schon 15.000 deutsche Kunden allein in Baden-Württemberg vom Schweizer Außendienst der UBS betreut werden. Beim Abschied versichern sie uns, dass wir bald Nachricht aus der Schweiz bekommen. Die Lage in Baden-Baden, das Gebäude, das Ganze drum und dran,
spricht natürlich dafür, dass hier Geschäfte abgewickelt werden sollen, die alles andere als sauber sind. Schweizer Banker haben es offensichtlich geschafft, ein gutes Netzwerk aufzustellen. Sie sind gut organisiert, wissen auf der anderen Seite aber auch, dass sie sich hier an nicht ganz legalen Geschäften beteiligen und müssen im Zweifel auch, wenn die Sache mal aufliegt, mit einer entsprechenden Strafverfolgung rechnen. Aus diesem Grund werden bei Geschäften, die eben die Legalität verlassen haben, eben keine deutschen UBS-Mitarbeiter beteiligt, sondern diese Sachen werden von Schweizer Mitarbeitern erledigt. Wenige Tage nach unserem Besuch in Baden-Baden bekommen wir Nachricht aus der Schweiz. Guten Tag, wir treffen uns am Mittwoch, 12. März, im Hotel Colombi in Freiburg um 15 Uhr. Gruß Simon. Das Hotel Colombi in Freiburg. 5 Sterne, eines der besten Häuser der Stadt. Punkt 15 Uhr erscheint der UBS-Direktor aus Basel. Auch ihm erzählen wir von unserer Absicht, Geld so beiseite schaffen zu wollen, dass Behörden und Gläubiger leer ausgehen. Ich habe schon andere Möglichkeiten als meine deutschen Kollegen. Als Schweizer kann mir egal sein, ob sie ihr Geld versteuern oder nicht. Ich kann ihnen helfen, ihr Geld insolvenzsicher anzulegen, wie wir sagen, auch wenn sie mal pleite machen. Da kommt keiner mehr ran. Auch er empfiehlt als beste Geldanlageform eine Liechtensteiner Stiftung, global aufgestellt. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dann können Sie Ihr Geld auch in Singapur einzahlen, bei der UBS natürlich. Die geben keine Informationen raus. Und in Kombination mit einer liechtensteinischen Stiftung haben Sie dann eine sehr diskrete Geldanlage. Ihre Betreuung läuft trotzdem weiter über mich. Wir verabschieden uns von unserem künftigen Schweizer Betreuer. Ich gehe davon aus, dass die UBS ganz gezielt in Deutschland versucht, Geldanlagen zu generieren. Und der Bank ist es dabei völlig wurscht, ob es sauberes oder schmutziges Geld ist. Die Bank ist so aufgestellt, dass sie auch Wege aufzeigt, den Transport zu organisieren und hat im Grunde genommen hier überhaupt keine moralischen Probleme. Unsauber arbeitende Banken werden leicht Opfer von Erpressern. So scheint es der Liechtensteinischen Landesbank, LLB, ergangen zu sein. Ab Sommer 2000 kopiert der langjährige LLB-Mitarbeiter Roland L. Daten deutscher Kunden, die bei der LLB offenbar ihr Geld vor der Steuer verstecken. Roland L. will die Bank erpressen. Doch er wird gefasst. Im Gefängnis verrät er Mitgefangenen, dass er eine Kopie der Kontounterlagen an einem sicheren Ort versteckt hat. Kontoauszüge von 1.300 Kunden. Belege über 4 Milliarden Euro Schwarzgeld. Die Unterlagen gelangen in die Hände des Rostockers Michael F. Jetzt will er mit Komplizen die LLB erpressen. Michael F. versucht es bei Kunden der LLB. Sein erstes Opfer ist ein Wilhelmshavener Unternehmer, der 4 Millionen Euro in Liechtenstein versteckt haben soll. In seinem Büro erklärt der sich offenbar bereit, 300.000 Euro für die Kontoauszüge zu zahlen. Doch die Erpresser lassen den Deal platzen. Sie haben gemerkt, dass sie ein viel größeres Rad drehen können. Jetzt ist die Landesbank dran. Sie soll Millionen zahlen. Jede Bank ist erpressbar, wenn es um Bankgeheimnisse geht. Das ist eines der Grundkapitalien in einer Bank. Vertrauen und Vertraulichkeit ist ein Grundkapital und ein Image einer Bank kann schwer angekratzt werden, wenn diese Vertraulichkeit nicht gewahrt ist. Die LLB ist bereit zu zahlen. Sie schickt Detektive mit Lösegeld in ein Zürcher Hotel. Dort warten die Erpresser. 5 Millionen Euro zahlt die Bank für einen Teil der Kontobelege. Bei einem zweiten Treffen noch einmal 4 Millionen. Der Umstand, dass eine Bank 9 Millionen für eine Erpressung zahlt, bringt ja glasklar zum Ausdruck, dass diese Bank eine Menge zu verbergen hat. Und diese Ungereimtheiten, diese kriminellen Handlungen dieser Bank müssen der Bank offensichtlich sehr viel Geld wert sein. Und man kann sich in etwa vorstellen, um welche Größenordnungen es geht, wenn 9 Millionen an einen Erpresser gezahlt werden.